Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Kneipp-Adventskalender. Ich hoffe, dass er genauso gut ist wie sein Gewicht, nämlich ziemlich schwer. Ja, sehr, ne? Sehr schwer und hoffentlich ist er sehr gut. Okay, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 49,95 € habe ich das Schätzelein gekauft und ja, ne? Der hat Gewicht. Also hier sind wohl nicht nur 24 Mal irgendwelche Badeperlen drin. Deswegen hoffe ich hier einfach mal, dass hier ordentlich die Party abgeht. Ich werde euch natürlich die Preise wie immer einblenden. Und ja, hübsch gemacht. Wir haben yay einen Boxen-Adventskalender. Wir haben yay Zwischenebenen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Schätzelein mal ganz genau an. Und wenn auch du Teil der Crew werden möchtest, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Das wäre richtig cool. Auf den Boxen steht jetzt auch nicht irgendwie was Explizites drauf, sodass man da jetzt irgendwie gucken müsste, dass man den nicht so gut wiederbefüllen kann. Gut, auf der Rückseite halt schon, ne? Da muss man dann einfach gucken. Aber nun, wir starten. Oh, Aromapflegedusche, du bist wunderbar. Mit Granatapfel und Kakao, damit du das nie vergisst. Wie süß. 50 ml haben wir hier drin enthalten. Und ich mag auch gerne diese Aromaduschen oder diese, Aromapflegeduschen, ne? Von Kneipp. Die sind wirklich immer sehr, sehr gut. Und deswegen ist das ein toller Einstieg in den Adventskalender. Ich persönlich mag nicht so gerne die Kombination von Schokolade mit Früchten. Das heißt, das hier ist dann vielleicht nicht so ganz mein Fall, aber vielleicht riecht das ja auch ganz gut. Ich weiß es nicht. Das muss man immer unter der Dusche dann auch herausfinden. Es geht. Aus solchen Gründen ist zum Beispiel Joghurette mein absoluter Endgegner. Der 2. Dezember hört sich ein bisschen so an, als wäre hier irgendwas zum Baden drin. Es macht Geräusche. Und hier ist auch tatsächlich ein Tütchen drin enthalten mit Lieblingsmensch, Hibiskus und Feige, Badekristalle. Das ist richtig cool, ne? Also ich hoffe tatsächlich, dass wir nicht so super viele von diesen Sachets hier drin haben. Ich weiß nicht, wie das preis-leistungstechnisch dann aussieht, aber normalerweise kostet ja so ein Ding, wenn man das so kauft, 1,50 Euro, 2 Euro oder so. Das müssen wir noch mal gucken. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, denn ich persönlich habe dieses Jahr festgestellt, dass Kneipp das Sortiment doch ein bisschen noch erweitert hat. Ne? Hier haben wir so einen Klassiker, aber in einer sehr kleinen Größe. Die Expresspflege-Sekunden-Handcreme mit Zitronenverbene und Avocado-Butter ist wirklich, wirklich toll, Leute. 20 ml haben wir hier aber nur drin. Also man merkt es immer mehr jetzt auch durch die ganzen Adventskalender-Unboxings, die wir alle ja auch für euch hochladen, ne? Die werden immer kleiner und entweder bleibt der Preis vom Adventskalender dann quasi gleich und die Inhaltsgeschichten schrumpfen oder der Preis wird gesteigert und teilweise hast du dann sogar ein Kläppchen weniger. Hier haben wir die Nummer 4. Ach, guck ja, baden, also es ist so ein bisschen, ne, vielleicht im Wechsel immer baden, nicht baden, baden, nicht baden. Wobei, das ist nicht baden, ne. Da versagt die Stimme direkt. Das ist das Sensitiv Hautöl. Das mag ich sehr, sehr gerne mit 20 ml. Und diese kleinen Flakons sind aus Glas. Deswegen ist der Adventskalender wahrscheinlich auch so schwer. Ich mag das. Ich habe das schon mehrfach aufgebraucht. Sehr, sehr pflegend, sehr, sehr angenehm. Und ich verwende Hautöle auch immer ganz gerne von Knie bis Hüfte. Das funktioniert bei mir immer richtig gut, weil ich damit halt meine Oberschenkel richtig toll pflegen kann. Ist so ein bisschen gegen anfängliche Zellulitis bei mir, ne? Vom Gefühl her auf jeden Fall. Und ich habe halt auch so Zebrastreifen, Dehnungsfugen, wie auch immer man es nennen mag. Ich persönlich finde, dass sie dadurch einfach ein bisschen weicher werden. Schwangerschaftsstreifen sind es nicht, denn die kommen damals noch vom Wachstum. Der 5. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Das ist ein Tag vor Nikolaus. Und das ist für Männer. Ach was. Ja, ist ein Unisex-Adventskalender. Kneipp Men, Haut und Haar, 2-in-1 Dusche, kraftvoll, Zedernuss und Eiche. Da wird mein Freund sich drüber freuen. Da gehe ich ganz stark von aus. Bewahrt das hauteigene Mikrobiom. 75 ml. Das ist eine schöne, große Größe. Also da kriegen die Männer hier derbe was, ne? Die Frauen kriegen auch was Schönes hier mit 50 ml, aber es ist kleiner. Nikolaus ist eigentlich immer was Besonderes, ne? Hier ist er ein bisschen kleiner. Oh, aber es ist schön. Es ist wahrscheinlich so ein Adventskalender, der auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass wirklich man das als Paar auspacken kann. Denn hier hast du das Massageöl, du und ich, mit Patchouli und Zedernholz drin. 20 ml sind hier drin enthalten. Und bei mir ist es mit Massageöl auch immer so. Also meistens verwenden wir das wirklich nicht als Massageöl, einfach weil wir da nicht so viel zu kommen, weil mit kleinem Kind und so weiter ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Aber ich verwende es dann einfach für mich persönlich und massiere damit einfach meine Oberschenkel.
Der 7. Dezember ist auch wieder ein bisschen schwerer. Da haben wir wahrscheinlich auch jetzt was zum Baden drin. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Ja, ich glaube, das hat letztes Jahr mein Freund auch leer gemacht. Das ist nämlich die Badeessenz Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz. Hier sind 20 Milliliter drin enthalten. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Badezusatzgeschichte, muss ich wirklich sagen, ne? Und ja, danach riecht dann wirklich auch die ganze Butze, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nicht nur, weil Sammy da Geburtstag hat, sondern, also unser Hund, ne? Sondern auch, weil es sich wundervoll reimt. Hier bekommen wir eine Lebensfreude-Aromapflegedusche mit Lycea, Kobeba und Zitrone. 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist auch so ein Klassiker in diesem Adventskalender immer so, ne? Ja, ich bin jetzt nicht so der Zitrus-Fan, aber ich glaube, viele freuen sich darüber, weil diese zitrischen Düfte bringen ja auch, glaube ich, eher so diese ja, Glücksgefühle auch hervor, ne? Passt. Glücksgefühle auch als Endorphine bekannt. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über etwas Schweres freuen. Oh, und das ist auch gar nicht mal so klein. Schön. Ein Cremebad, auch in groß, ne? Hautzarte Verwöhnung mit Mandelmilch. Ich glaube, so groß hatten wir das sonst nicht drin. 100 Milliliter. Das finde ich nett. Definitiv. Und das wird dann auch sehr hautpflegend sein. Und diese zarte, wie soll ich das sagen? Leicht blumige, aber dieser Geruch von Milch, auch in Parfums, ne, ist etwas, was mich persönlich immer sehr anspricht. Und das hier ist ja Mandelmilch und sowas, ne, das ist, glaube ich, wirklich was für mich. Soll man nicht trinken, steht übrigens drauf. In der Nummer 10 wird es, glaube ich, mit einem kleineren Tübchen weitergehen. Das werden wir gleich sehen, ja. Und zwar haben wir wirklich die Handcremes nur in diesen kleinen Größen hier drin. Ja gut. Sensitiv Handelcreme, auch das. Handcreme mit Mandelöl, beschützt trockene und sensible Haut mit 20 Millilitern. Ja, ne, also ich sag mal so. Zum Aufbrauchen ist es gut, weil du dann schnell was leer bekommst, ne? Yay, die YouTuber haben wieder richtig viel Stoff für ihre Aufgebraucht-Videos. Aber als Konsument finde ich das kacke, weil nur so kleine Geschichten. Nee, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Sonst waren halt auch wirklich mal so Originalgrößen drin oder halt größere, ne? Nun ja, schauen wir mal, was die erste Schnapszahl, die Nummer 11, uns jetzt so bieten kann. Ne? Wie gesagt, schwer war der Adventskalender, ja. Ein Duschbalsam. Haben die irgendwie mittlerweile keine Eincreme-Produkte mehr, weil das vermisse ich irgendwie gerade so ein bisschen. Mandelblütenhautsaat, ja, ist schön, Spezialpflege für trockene und sensible Haut. 75 Milliliter, auch hier haben wir dann wieder eine Reisegröße, ist ja nicht die Originalgröße, ne, sondern auch diese Reisegröße. Aber finde ich auch schön, dass es so mit drin ist. Ja, gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Denn in meinen Händen befindet sich nun schon die Halbzeit, die Nummer 12. Auch hier eine größere Geschichte, siehst du wohl. Siehst du wohl, sensitiv, Körpermilch, Mandelblüte, ich wollte schon sagen, die haben doch eigentlich auch solche Körpermilchgeschichten, ne? Für trockene und sensible Haut, 7 Tage Pflegeeffekt, ich pflege mich jeden Tag, ne? 75 Milliliter sind hier auch drin, das ist gut. Ja, finde ich wirklich gut, weil nicht jeder steht ja auf Körperöle, ne? Das ist immer ganz toll, wenn die halt auch einfach so generelle Eincreme-Produkte reinpacken. Was Kneipp aber eigentlich auch hat, und das vermisse ich, ich kann jetzt ja schon mal ein Halbzeitfazit geben, sind so Shampoo-Geschichten, weil ich meine mich zu erinnern, dass die sowas haben mittlerweile. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also die haben ja auch mehr, die haben ja auch Raumdüft und so weiter. Die haben ja nicht nur was zum Duschen und Baden und Eincreme und Einölen, sondern noch viel, viel mehr, oder? Der 13. Dezember hört sich nach einem Sachet an, wo wir dann auch wieder einen Badezusatz drin finden für eine Einmalanwendung. Das ist süß, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin. Hab dich lieb, Himbeere und Preiselbeere ist ein super süßer Duft. Und wenn ich mir die Chargennummer hier hinten drauf angucke, ist das auch alles wirklich so mit 24 beginnend. Also quasi alles auch dieses Jahr hergestellt. Das ist jetzt keine Resteverwertung oder so. Ja, das ist ein süßes Bad. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Weiter geht's am 14. Dezember. Hier haben wir auch, glaube ich, etwas Größeres wieder drin. Und zwar die Aroma-Pflegedusche. Sei frei, verrückt und glücklich mit Glücksklee und Apfelsine. 75 Milliliter. Das ist auf jeden Fall sehr charmant, muss ich sagen. Doch, doch. Doch, 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 doch. Ich meine, insgesamt ist dieser Adventskalender bislang, glaube ich, schon cooler als letztes Jahr. Aber ich vergleiche den natürlich auch mit generellen Adventskalendern, die wir so schon gesehen haben. Und da kann noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Auch ein bisschen mehr Abwechslungsreichtum. Der 15. Dezember, hier haben wir, glaube ich, auch wieder die 75 Milliliter drin enthalten, genau. Und zwar ist das die reichhaltige Pflege. Das meine ich nämlich, in der Größe hatten wir doch sonst immer die Handcremes drin. Oder irre ich mich, dass wir auch kleine drin hatten?
nagelt mich nicht drauf fest, ich muss noch recherchieren, okay? Intensivhandcreme für sehr trockene und strapazierte Haut mit Magnolie und Shea-Butter mit Pflegeölkomplex haben wir das hier. Da sind 75 Milliliter drin und das ist, glaube ich, auch so mit eine der Reihen, die ich persönlich am liebsten mag. Einfach, weil du bei den Handcremes so die Intensivpflege hast, das andere ist ja Mandel. Nee, das ist noch was anderes. Okay, ja, dann sind die beiden das halt. Also die rosanen Reihen mag ich richtig gerne für mich. Vermutlich wartet am 16. Dezember auch wieder ein Schaumbad auf uns oder so. Auf jeden Fall eins in diesen kleinen Glasfläschchen. Ein Massageöl. Ilang Ilang und Jojobaöl. Hier haben wir auch wieder die 20 Milliliter Geschichte drin. Ja, ne? Also genauso wie eben schon erwähnt. Was man natürlich auch machen kann, wenn man sein Bad, was man so einlässt, noch ein bisschen pflegender haben möchte, ist, dass man sich halt nicht nur einen Badezusatz reinmacht, sondern halt auch einen Schuss von Öl. Dann hast du es noch ein bisschen pflegender, wenn man es mag, am Körper. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember in meinen Händen. Und hier haben wir auch wieder ein Sachet drin. Das mag ich ja. Das verwöhnende Cremeöl-Peeling ist das nämlich ein sanftes Zuckerpeeling mit nährender Ölcreme. 40 Milliliter sind hier drin. Das war eine ganz lange Zeit auch eins meiner absoluten Lieblingspeelings in der Drogerie. Mittlerweile habe ich dieses Sanddorn von, ich glaube, Alverde für mich entdeckt, was ich noch besser finde. Und trotzdem, also das ist auch sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, man freut sich darüber und ich hätte es auch hier drin vermisst, wenn es nicht drin gewesen wäre, bin ich ehrlich. Der 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, weil das meine ich nämlich, ne? Die haben mehr als nur Saubermach- und Eincreme-Zeugs. Hier sind die Männer auch wieder am Start, Haut und Haar. Siehst du, die haben wieder was für die Haare. 2-in-1 Dusche Start, klar, aber die bekommen nur eine 50-Milliliter-Sache. Lemongrass und Guarana. Ich glaube auch das, na, ich weiß nicht, ob zitrische Düfte sowas für meinen Freund sind. Muss ich ihn mal fragen. Ja. Ne? Genau. Schön. Weiter geht die wilde Reise am 19. Dezember. Ich finde übrigens das Boxendesign auch immer sehr schön. Es ist schlicht, aber schön. Dadurch, dass es halt unterschiedliche Farben sind, finde ich das ganz hübsch gemacht. Rückenwohl-Badeessenz. Die hat mein Freund sich auch gegönnt. Teufelskralle ist hier drin. 20 Milliliter. Und ja, das haben wir halt wirklich jetzt aktuell sehr, 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 sehr häufig, dass wir beide halt Aua am Rücken haben, ne? Weil wir unseren Sohn durch die Gegend tragen, weil wir sehr viel Last auf den Schultern tragen. Nein, weil wir halt einfach sehr viel zu tun haben, alle beide. Und dementsprechend ist es immer ganz gut, wenn man sich dann hier nochmal in der schönen Winterzeit ein bisschen was gönnen kann. Das finde ich gut, dass es hier mit drin ist. Das passt. Wow. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Da sind wir schon angekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Hier haben wir, glaube ich, auch wieder so eine 75-Milliliter-Tube drin. Ja, die Wirkdusche Goodbye Stress. Was auch immer, mit Wasserminze und Rosmarin mit 75 Millilitern. Davon kann man auch definitiv eine große Größe gebrauchen, weil ich glaube, aktuell ist es wirklich bei uns allen, also sowohl jetzt aktuell als auch dann in der Winterzeit, dass man halt wirklich Stress hat und sich darüber freut, wenn man dann auch mal unter der Dusche loslassen kann. Der 21. Dezember fühlt sich auch wieder nach so einer Glasflakon-Sache an. Ja, und zwar Mandelblütenhautzart als Pflegeölbad mit Mandelblüte. Siehst du, bei dem hast du nämlich das Öl auch schon direkt mit drin, ne? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da braucht man dann nicht noch zusätzlich was mit dabei packen. Aber ich habe halt immer so eine trockene Haut und im Winter halt umso mehr. Und dann kann man sich das manchmal auch ganz schön ins Badewasser machen. Oder, kleiner Hack an dieser Stelle, wenn ihr eine Badewanne habt und ein Bad nehmt, so halt, ne? Dann verwendet dieses Cremeöl-Peeling, peelt euch schön damit ein und dann legt euch auch mit dem Peeling in die Wanne, sodass das dann auch ins Badewasser kommt. Das ist eigentlich auch immer richtig, richtig schön und ja, wohltuend für die Haut. Hier hast du auch ein Zuckerpeeling, sodass du da auch jetzt nicht irgendwelche Probleme haben müsstest wegen Salz oder sonst irgendwas, ne? Schleimhäute, Salz, frisch rasiert, au. Die zweite und letzte Schnapszahl fühlt sich so an, als hätten wir hier so eine größere Glasgeschichte drin, halt ohne Glas. Genau, Aromapflegeschaumbad, glückliche Auszeit mit rotem Mohn und Hanf, 100 Milliliter sind hier drin. Hier haben wir eine etwas größere Badeessenz. Ja, das können wir alle gut gebrauchen. Also ich sag so, ne, bei dem Adventskalender war es mir irgendwie klar, aber wir werden alle sehr sauber Heiligabend unterm Tannenbaum sitzen quasi oder am Tannenbaum. Einen Tag vor Heiligabend dürfen wir wahrscheinlich auch nochmal in eine Wanne steigen oder man darf sich noch irgendwie eine Massagesequenz gönnen. Nicht ganz. Es ist ein Hautöl, Bio-Hautöl mit Grapefruit, Olive und Safflor. 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist halt wirklich, um sich selber einzuölen. Ich kann es gebrauchen, ich werde es verwenden. Und nach wie vor vermisse ich halt etwas anderes als nur Wasch- und Eincremeprodukte, ne? Und gut, das Peeling haben wir mit dabei gehabt, trotzdem. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Heiligabend, den 24. Dezember. Das muss knallen. Und hier muss auch wirklich, glaube ich, wehrtechnisch ordentlich was drin sein, weil ansonsten hat der Adventskalender ein bisschen Probleme. Ja gut, ne? Haben sie eine Lippenpflege reingepackt, das ist eine schöne 24.
bestimmt. Ja, Lippenpflege mit Depoteffekt, mit erfrischendem Duft nach Wasserminze und Aloe Vera. Jetzt noch nachhaltigere Verpackung, das ist nett auf jeden Fall. Das ist eine Originalgröße. Das ist definitiv ein schönes Produkt. Aber für mich bei einem 50-Euro Adventskalender eher... Jetzt kommen wir mal da runter. Was machst du denn da oben? Bei einem 50-Euro Adventskalender eher in einer 6 aufgehoben als in einer 24. Und da sind wir auch schon beim Fazit von dem Adventskalender. Ne? Also wir haben hier dieses Jahr schöne Produkte drin, keine Frage. Ich persönlich vermisse halt wirklich andere Produkte aus dem Sortiment von Kneipp. Die haben doch ein bisschen was anderes da. Gut, wir haben keine Füllprodukte, das ist immer so das Positive, was ich bei dem Adventskalender immer so auch sage. Aber die machen halt irgendwie gefühlt jedes Jahr das Gleiche und hören überhaupt nicht darauf, ob die Kunden gegebenenfalls sagen, willst du nicht mal was anderes reinpacken, weil die Adventskalender von 2023 findest du in vielen Online-Shops immer noch zu kaufen. Das wird Gründe haben. Ne? Klar, die haben das Design verändert, was ich sehr gut finde. Die haben es nachhaltiger gestaltet, dadurch, dass es ein Boxen- und kein Kläppchen-Adventskalender ist. Preis-leistungsmäßig, keine Ahnung, ob ich hier 50 Euro auf dem Tisch habe. Ich fühle es nicht, muss ich ehrlich sagen, ich blende es euch ein. Ja... Weiß ich nicht. Also nächstes Jahr, liebes Kneipp-Team, den Lippenpflegestift macht ihr bitte in die 6 und in die 24. Macht ihr vielleicht zum Beispiel so ein Full-Size-Produkt von dem Peeling und zwischendrin wäre es richtig cool, auch noch so ein paar andere Produkte zu finden, meine Meinung. Vielleicht bringe ich das auch gerade so ein bisschen durcheinander und mir ist ja auch durchaus bewusst, dass Kneipp ja hauptsächlich mit Badeprodukten groß geworden ist. Aber ich glaube, um den Adventskalender auch mehr so konkurrenzfähig gegenüber dem zu machen, was ja auch auf dem Markt besteht, wäre das eine sinnvolle Kiste, ihr Lieben. Was meint ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.